Tidu. Hallo, ich bin's wieder. Ich hab wieder ein Paket. Oh, hello again. More mail for me? And the tape you gave me. Oh, wow. You watched it already? A drifter in a sleepy town, an affair, and a plot to kill a husband? There's a lot more to this movie than I expected. It's a classic, and probably my favorite noir. They did a remake a couple years back, but it's, well, it's not as good. You can't beat Lana Turner's smoldering intensity. Yeah, she's great in it. I'm so glad you liked it. Most of the people here don't really appreciate the art of classic cinema. They just want to see Police Academy again. I'm afraid you're right. Pretty lonely, being the only movie buff around. Well, keep feeding my VCR and I'll be up to speed in no time. Will do. Let me think about it and I'll get back to you. You know, it's good to see you. That's nice to hear. Because I have a sneaky little plan. Oh, we're whispering now? I want you to meet me, say, at 5 today. What? Like a date? Well, more like a business proposal. You in? All right. I'm in. Hurrah! I'll see you this afternoon. Wait, where are we meeting up? Your place? It's 102 New Street, right? Yes. How did you find that out? Looked up your last name in the Rolodex. Your parents are regular clients. Oh, well. It's settled then. See you at 5, partner. Okay. Na gut, dann bin ich wieder weg. Haben ja noch einiges zu tun. Aber das wird ja immer mehr. Immer mehr. Vielleicht mit diesen langen Gequatsche bei den Leuten, das hält uns so lange auf. Können wir schon irgendwie hin. So. Ah, da haben wir jetzt noch einen Punkt. Geht jetzt nichts mehr. Ist schon wieder vorbei. Liegt das daran, dass ich irgendwie komisch parke? Okay, ich muss wieder speichern und ins Menü gehen. Es ist irgendwie noch immer beim Alten. Naja, aber wird jetzt dafür lange durchgehalten. Das ist ja immerhin schon mal ein Anfang. So. Ich hoffe, das wird sich jetzt einfach irgendwann mal bessern oder sowas, weil es ist irgendwie blöd und schade zugleich noch immer. Es geht noch immer nicht. Hä? Wieso? Hä? Ich muss doch heute auch noch hier hin und hier alles abfahren. Okay, wir haben heute eigentlich nicht so viel zu tun, außer also hier in der Gegend ein bisschen was hier unten was abliefern und hier. Ach, da unten ist auch noch ein Paket. Aber ich kann nicht in meinem Wagen. Ich glaube, ich habe ihn voll verpackt. Warte mal, gab es nicht irgendwie eine Return-Taste oder sowas? Radio umschalten. Stadtplan schneller gehen. Termin kann eine Pause-Option.
Schon rücksichtsgehen, zurücksetzen war doch irgendwo. Okay, ich glaube, das Spiel möchte jetzt gar nicht mehr. Och Mann, jetzt hat das Laden auch nicht mehr was gebracht. Das ist jetzt blöd langsam, echt. Das ist jetzt langsam echt blöd. Vor allem die Ladezeit, das kostet einfach Zeit. Jetzt gehen schon wieder 3 Minuten da flöten, weil ich hier in einem Ladebildschirm sitze. Weil ich in den Wagen nicht einsteigen kann. Das Spiel ist so simpel gemacht, aber es geht einfach teilweise nicht. Ich weiß nicht, kann ich das mit Controller ausspielen? Weil sonst will ich das mit Controller spielen oder mit Lenkrad oder was auch immer. Aber das ist jetzt echt blöd, wenn das immer wieder so, dass wir das immer wieder so machen müssen. Ich müsste mal aufpassen, wie ich parke. Vielleicht hilft das. Früher, ich wollte ja eigentlich noch was sagen, eigentlich früher, aber jetzt Quatsch hat mich wieder unterbrochen. Dass ich bei dieser einen Familie, wo das Kind war und die eine da mit denen gespielt hat, also ihre Freundin, ihre ehemalige, muss ich direkt an Captain Spirit irgendwie denken. Vor allem die Nachbarschaft sieht so fast ein bisschen aus. Gut, war das in Oregon? Nee, das war doch, glaube ich, woanders, oder? Doch, ich glaube, das war in Oregon. Ja, und wir sind auch in Oregon, oder? Ist ja kein Wunder, vielleicht sind alle Leute so hier. Interesting. Schau dir etwa die Briefe mal an oder sowas. Dass es sich so wundert, was da drin steht. Oder was ist das so Interessantes ist. Wohin müssen wir denn jetzt als nächstes? Da links haben wir noch ein Paket. Ich kann jetzt wieder dauern, bis dann die Weiterfahrt geht. Und da wollen wir noch ganz runter das andere Paket abliefern. Mist. Es passiert einfach nichts. So. Da sind wir schon. 102. So. Hallo, Ruf machen. Nope. No answer. Oh, dann legen wir's ab. Dauert doch nicht so lange. Schauen wir weiter. Da müssen wir auch gleich noch das Viech abholen. Ich muss das kurz mal auf Tab schon. Alter, heute haben wir echt ein bisschen was. 3 Sachen. Discuss Angie's plan at mom and dad's place. Review edit 87 documented. Pick up Mortimer. Okay, das machen wir eh gleich. Der Nachmittag steht heute einiges an. Also schauen wir mal, dass wir schnell alles abklappern. Ach, hier wieder. Wo ist deiner? Schön. Das wird jetzt aber lange dauern. What on earth did these folks order? Hi Maureen. Hi hon. How are you doing this fine day? Fine, I guess. Fine, she says.
Now come on, let's pick up where we left off, shall we? And one piece of blueberry pie. Ashley, one blueberry pie. Meredith Wise, back in Providence Oaks. How's life treating you, darling? It's all right, actually. I delivered a package to Kay at her house earlier. Yeah, she told me. How did that go for you? It was a bit weird seeing her again. I can imagine it can be a lot to take in for the both of you, especially after being away for so long. Then again, there are some things that never change, right? So wie du zum Beispiel. You being one of them. I will take that as a compliment. But I bet the diner looks a bit strange to you, doesn't it? I like what you did with the place. Yeah, I decided it was time for a change. Didn't feel the same after my stand died. World keeps turning. Gotta keep moving along with it, right? Oh my gosh, Maureen. Stan died? I'm so sorry. I had no idea. Thank you, darling. But it's really okay. It's been 10 years already. 10 and a half, almost. Oh, boy, did I love that man. We'd been married for so long. It hit me like a brick. But after a while, I decided that sadness wasn't the only emotion I was allowed to have. That's not what Stan would have wanted either. That's really inspiring. Thank you, hon. I do appreciate that. Anyway, you have to get back up. So I did. For me, but also for Kay. She took her uncle's death pretty hard. I can imagine that. Sorry for dumping all that on you like that, darling. Gosh, look at your face. I'm a bit surprised you didn't know. Didn't your parents tell you about it? Or Kay? They might have. I've been so involved in work. Oh, it's okay, hon. I honestly don't give a hoot about any blame game. We all have our lives to live, but Kay's been through a lot. Nursed her uncle through his illness, helping me out. I think seeing you again shook her up a little, is all. She must have missed you during those days. I can imagine. It was good to see her again. I've missed her too. Then, it sounds like you know what to do. Listen, Meredith. Time marches on. And eventually, you realize it's marching across your face. Life's too short. That's exactly why I decided this place could do with a repurpose after Stan passed. Fresh start. It's been Moe's Diner ever since. And believe it or not, business is better than ever. That's great to hear, Maureen. Congratulations. Why, thank you kindly. And listen, you check in with me and Kay again soon, you hear? Don't forget about what's important in life. Hand on my heart, I will return as soon as I have a delivery. Or sooner. Ha! I'll hold you to that. You bet. Bye, Maureen. Ach, ich will hier gerne mal vorbeikommen, einfach mal chillen ein bisschen. Alter, was ist denn hier wieder passiert? War ich wirklich so scheiße? Ja, ich war wirklich so scheiße, dass ich nicht mal einsteigen kann. Och man, Alter, es ist doch einfach, es ist einfach wie eine Folter. Das Spiel macht doch so viel Spaß, aber es nimmt mir einfach wieder den Spaß. Ich muss mal wirklich bei YouTube schauen, ob ich da irgendwo einen anderen YouTuber finde, der es gespielt hat und auch immer laden musste. Ob das nur so bei mir ist oder liegt das daran, dass weil die meisten haben es ja schon gleich nach dem Release oder sowas gespielt und ich spiele es ja schon nach einem Jahr. Knapp ein Jahr nach dem Release. Ich sehe auch keine Patch Notes an die von dem Game. Ich kann auch immer nicht einsteigen.
Muss ich ernsthaft jetzt zweimal laden? Oh. Alter, wenn das weiter so geht, dann muss ich irgendwas, eine Mod oder keine Ahnung, irgendwas umstellen. Oder ich kann nicht mal die Einstellung umstellen, irgendwie eine andere Taste zu machen. Wie gesagt, das Game ist so simpel gemacht, aber es hapert irgendwie an irgendwas. Es funktioniert nicht irgendwie alles. So wie es ja nicht sollte. Was ziemlich schade ist. So, ach man. Es passiert einfach nichts. Ich kann nicht in den Wagen. Hier geht's. Es ist ein bisschen strange gemacht. So, dann holen wir mal die Katze ab. Dann liefern wir die mal auf dem Weg ab. Ich bin jetzt gespannt, wie wir das heute Abend alles unter einen Hut kriegen sollen. Wir sollen jetzt Edit 87 gucken und oder machen irgendwas. Und nebenbei uns auch mit Angie treffen. So. Dann holen wir uns die Katze ab. Hi there, Mr. Mackey. How's Mortimer? Oh, good day, Meredith. Mort's fine, as I expected. It was just a little indigestion. A good night's rest and a bit of lake trout in the morning has done the little critter a world of good. Excellent. Miss Jenkins will be pleased. Let me take him off your hands. All right. Bye, Mort. Anything else, Miss Weiss? Enjoying yourself so far? I'm having fun, yes. Well, that's good. I'm guessing I'll see you around a lot more, Miss Weiss. For sure, Mr. Mackey. Have a nice day. Mr. Mackey, kann ich mit dir noch reden? Nee. Wurde genug geredet. So, SpongeBob und Patrick liegen auch schon bereit, okay. Na gut. Bei YouTube eigentlich gar nicht so viele Let's Plays gefunden. Ich habe eigentlich meistens nur Walkthroughs gefunden von dem Spiel. Na. Ich kann wieder nicht einsteigen. Oder geht es nur manchmal an gewissen Stellen? Ich glaube, das liegt einfach daran, dass es irgendwie nur an gewissen Stellen geht. Weil früher, da bin ich ja hier vorne gestanden und konnte einsteigen. Boah, Junge. Ich hoffe, das sieht einer von den Entwicklern und keine Ahnung. Es ist schon schade. Vor allem, also ich habe in den Steam Reviews mal reingeguckt und die meisten Leute haben sich eigentlich höchstens nur beschwert, dass das Game so kurz ist. Und dafür 20 € verlangt wird. Und das war es dann auch schon wieder. Darum haben mich die Leute natürlich meistens nur aufgeregt. Es sind 242 negative Bewertungen, die ich gefunden habe. Und die meisten sind nur wegen dem Geld. Und ich habe mich ziemlich auf dieses Spiel auch gefreut mal, weil ich habe das schon ein bisschen länger in der Bibliothek. So, kann ich da jetzt wieder was machen oder muss ich nochmal laden? Och Mann, Alter, was ist das? Ich geh jetzt mal hier ein bisschen weg. Also wenn irgendjemand eine Ahnung hat, woran das liegt, bitte, ich brauche da sofort eine Info.
Vielleicht kann ich das irgendwas ändern, weil sonst vergehen hier die Folgen und Folgen und das Game ist durch und ich habe nur solche scheiß Bugs die ganze Zeit. Das nervt doch. Ich will doch vorankommen. Ich werde schon längst fertig, wenn ich nicht dreimal lade oder 6-7 Mal jetzt in einem Run haben wir jetzt 6 oder 7 Mal geladen. Das ist eigentlich ein bisschen zu viel, würde ich sagen. Und dann müllt mir das auf den Speicher zu einfach. Ich muss die ganze Zeit neue Speicherstellen erstellen. Ich kann einfach nicht mehr einsteigen. Ich glaube, ich muss die Folge hier heute beenden. Weil ich einfach nicht fertig machen kann. Es ist einfach. Es geht nicht mehr. Ja, gut Leute, ich speichere hier mal und mache hier mal Feierabend. Ich muss die Session hier wieder beenden, weil ihr seht ja, wozu das führt. Ich weiß nicht, ob ich das Game jetzt wirklich pausieren werde und warten werde auf ein Patch oder auf eine Antwort, irgendwie die Entwickler anschreiben muss oder sowas. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt die letzte Folge sein wird oder ob das noch weitergeht. Ich werde erstmal hier eine Titelpausierte reinschreiben. Und mal schauen, ob da irgendwas kommt, weil ich kann nicht jede Folge irgendwie wegen sowas beenden oder einfach nur mich stundenlang nur über das aufregen, dass das nicht funktioniert. Also, ich, ja, keine Ahnung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.